geht ab, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute die 20 gruseligsten Orte an, an denen Menschen stecken geblieben sind. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, dann schaffen wir 555 Likes. Und falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort, denn sonst stinkt ihr wie immer nach vergammelten Ziegenkäse. Zu einem neuen Video. Let's go! Habt ihr schon mal irgendwo festgesteckt? Und wenn ja, sagt uns in den Kommentaren, wo das war. Gestern erst in der Waschmaschine. Ah nee, warte mal. Das war ja meine Stiefschwester, Mann. In diesem Video geht es um Menschen, die es geschafft hat. Ich möchte klarstellen, ich habe keine Schwester, okay? Sorry, das war ein schlechter Witz. Um sich in unmögliche Situationen zu bringen. Einige der Geschichten in diesem Video sind so verblüffend, dass sogar Bücher und Filme über sie gemacht wurden. Heute zeigen wir dir die 20 gruseligsten okay, Orte, an denen Menschen stecken geblieben sind. Geil, freue mich drauf. Auf diesem Kanal? Check bei Säule. Abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Let's go. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Boah, ich bin gespannt. Nummer 20. Wir ranken mal, pass auf, wir machen es mal so. Jeder schreibt dann auch in die Kommentare, was von den 20 Punkten das Schlimmste für ihn gewesen wäre. Ja, damit jeder sagt, das wäre für mich das Schlimmste. Wisst ihr, wie ich meine? Ich sag dann auch am Schluss. Am Samstagmorgen hat eine anonyme 91-jährige Frau ihre örtliche Bank darum gebeten, in Westfrankreich einen Zugang zu ihrem persönlichen Bankschließfach zu bekommen. Okay. Die übliche Prozedur führte dazu, dass ein Angestellter sie versehentlich darin einsperrte. Ach du Kacke. Der Angestellte hatte die Frau irgendwie vergessen. Wow. Die ältere Frau hatte kein Telefon und keine Möglichkeit, um Hilfe zu rufen, bis die Bank am Dienstagmorgen wieder öffnete. Wow. Glücklicherweise bemerkte ihr Sohn, dass sie nicht nach Hause gekommen war. Und am Sonntagmorgen fand die Polizei sie in dem dunklen Tresorraum. Ach du oh mein Gott, das ist Horror, ich würde die verklagen. Ich würde sagen, alles was in diesem Tresorraum jetzt da drin ist, gehört mir. Weil ihr habt mich eingesperrt, ihr Vögel, Alter. Bro, das ist der Horror. Da ist ja dunkel Nummer drin, du hast 19. kein Handy, du hast nichts, du hast kein Trinken, kein Essen. Dies ist wahrscheinlich die längste Zigarettenpause wow. der Geschichte. Die des 34-jährigen Nicholas White, der am späten Freitagabend in New York arbeitete. No Als er way. In sein Büro im 39. Stock zurückkehrte, blieb der Aufzug kreischend stehen und hielt ihn insgesamt 41 Stunden lang fest. Das ist einer meiner größten Albträume. Immer wenn ich Aufzug fahre, ich habe so Angst, dass er stehen bleibt, weil ich habe halt Platzangst und Aufzug schlimmste. Ich hasse Aufzugfahren. Alles, was er bei sich hatte, waren Zigaretten. Boah. Er hatte kein Wasser, kein Essen und kein Telefon. Er wusste auch nicht, wann es Tag oder Nacht war. Wahnsinn. Auf den Überwachungsaufnahmen ist zu sehen, dass er aufgrund seiner Klaustrophobie in Panik geriet yeah. und auf und ab lief. Er wurde erst 2 Tage später entdeckt. Boah, wie schlimm. Nummer 18. Albtraum. Es ist ein ziemlich erschreckender Gedanke, dass jemand auf diese Weise auf der Straße stecken bleiben kann. Was? Der Ausrutscher dieses Mädchens in Sunyi City in China führte dazu, dass die Feuerwehr eingeschaltet wurde. Der Raum zwischen wow. den beiden Stahlträgern, in denen ihr Bein feststeckte, war nur etwa 8 cm breit. Die Feuerwehrleute mussten schließlich die Balken aufschneiden und alles tun, um sie vor den Funken zu schützen. Crazy. Ja, okay, aber das finde ich bis jetzt am wenigsten schlimm. Also mein Platz 1 bisher, das mit dem Aufzug. Nummer 17. Tresor auch schlimm, aber das hier schlimmer. Dies ist wahrscheinlich der schlimmste Albtraum eines jeden Freizeitparkbesuchers, What? In einer Attraktion stecken zu bleiben. Noch schlimmer ist es, kopfüber stecken zu bleiben. What? Mehr als 60 Besucher des Flying Dinosaur in den japanischen Universal Studios What? Wünschten sich, sie hätten die Attraktion an diesem Tag nicht betreten. Tatsächlich saßen sie 2 Stunden lang fest wow. und der Abstand zum Boden betrug etwa 27 Meter. Digga, danach fährst du doch auch nie wieder Achterbahn, Nummer 16. oder? Danach ist doch vorbei für dich, oder? Wow. Irgendwo an Land festzusitzen ist schon erschreckend, aber in einer Unterwasserhöhle? Dies ist definitiv der Albtraum eines jeden Schwimmers oder Tauchers. Cisco Gracia, ein Geologielehrer, ja. erforscht mit einem Freund das Höhlensystem von Salpiketa. Was ist das für weißes Zeug da, Alter? Wie sehr, was ist denn das? Als sie sich verirrten. Da sein Sauerstoffvorrat zur Neige ging, schickte er seinen Freund um Hilfe und fand eine kleine Tasche mit Luft zum Atmen. Was? Es handelte sich jedoch hauptsächlich um Sauerstoff mit einem hohen Kohlendioxidgehalt. Ach, Kacke. Er verbrachte 60 Stunden in der Lufttasche und Was? Wurde schließlich gerettet. Wie schafft er das? 60 Stunden in so einer kleinen Sauerstofftasche, wo fast kein Sauerstoff drin ist. Wie überleben manche Menschen sowas? Nummer 15. Keine Panik bekommen. Alter. Dies ist die Geschichte der Flucht eines Gefangenen. Das kenne ich. Mit 4 anderen Gefangenen wollte er durch ein Loch in der Wand, das mit einem metallenen Duschrohr geschaffen worden war, so aus dämlich. Seiner Zelle fliehen. Der erste Mann kam problemlos durch, aber als Rafael Vallada versuchte, Ceres zu passieren, blieb er auf halbem Weg stecken. Seine so Schreie alarmierten die Wachen und der Fluchtversuch wurde für die anderen vereitelt. So dämlich, Alter. Nummer 14. Stell dir vor, du bist hinter dem, du bist ready auszubrechen und dann siehst du nur, wie dem seine Wampe da so stecken bleibt, Bro. Alter Schwede, Junge. Yo. Und der Weihnachtsmann passt durch den Schornstein.
Im Jahr 2014 wurde eine Frau aus Kalifornien verhaftet, als sie auf halber Strecke im Schornstein des Mannes stecken blieb, mit dem sie sich traf. Warte mal, was? Die wurde verhaftet deswegen? Was? Damals hatten sie sich online kennengelernt und nur 6 Dates gehabt. Was sie zu erreichen hoffte, ging schief, als sie selbst den Notdienst rufen musste. Die Feuerwehr musste den Schornstein mit Presslufthämmern aufbrechen und die Rettung dauerte 2 Stunden. Du, meine Frau schläft schon. Kannst du über den Schornstein einfach reinkommen? Ja, mach ich, Alter. Das mache ich immer so. Junge, was? Ich glaube nicht, dass es noch ein 7. Date gab. WTF, es gibt nur seltsame 13. Leute. Seltsam, Digga. Blake und Neil Stanfield waren auf einem Naturausflug auf dem Koyukuk River in Alaska, als das Wasser, durch das sie raften, plötzlich eiskalt wurde. Sie gerieten in die Tiefe und als sie versuchten herauszukommen, bedeckte eine Eisschicht die Oberfläche. Zwischen dem Wasser und dem Eis konnten sie nur wenig Sauerstoff atmen. Boah, wie schlimm. Die Strömung zerrte heftig an ihnen und Blake zufolge blieb die Zeit für sie stehen. Schließlich gelang es ihnen, sich aus dem Wasser zu befreien und er ließ seinen Vater zurück, um Hilfe zu suchen. Es dauerte 5 Tage ohne Nahrung, bis der Rettungshubschrauber ankam. Unglaublich. Nummer 12. Unglaublich. Von allen Möglichkeiten, einen Dieb zu erwischen, gibt es nicht viele, bei denen die Leute einfach nur lachen. Okay, warte mal. Der Titel heißt Dieb bleibt in der Klimaanlage stecken. Was? Der 32-jährige Sean lernte eine wertvolle Lektion, als er versuchte, in eine Zahnarztpraxis in Bay Shore einzubrechen und in der Klimaanlage stecken blieb. Ach, Sean. 3 Stunden lang saß er fest. Der Dieb behauptete, er habe seine Katze Sparkles gesucht und nicht versucht einzubrechen. Könnt ihr das glauben? Bro, Menschen, ich schwör's euch, wenn es um spontane Ausreden geht, sind irgendwelche erwachsene Menschen genauso schlecht wie kleine Kinder. Bruder, was für Katze in der Zahnarztpraxis und du läufst... Ach. Nummer 11. Aber er hat's versucht, muss man ihm lassen. Er hat's versucht. Wasserrutschen mit einer Luke, die unter den Füßen versinkt, sind für viele Menschen ziemlich schrecklich. Andere wiederum finden... Bruder, was ist denn da gerade mit seiner Stimme passiert, Alter? Der ist ja gerade fast abgekratzt, oder? Hör mal. Nummer 11. Hör mal. Wasserrutschen mit einer Luke, die unter den Füßen versinkt, sind für viele Menschen ziemlich schrecklich. Geht's dir gut, Bro? Brauchst du Hustenbonbon? Warum soll ich dir eins bringen? Andere wiederum finden, dass dies die lustigsten Attraktionen sind, die es gibt. Aber was ist, wenn die Dinge nicht nach Plan verlaufen? Das ist einem Jungen passiert, der in die Kapsel gestiegen ist, die Anweisungen befolgt hat und trotzdem stecken geblieben ist. Kenn ich. Er geriet ein wenig in Panik und ihm war kalt. Die Tür ließ sich nicht öffnen und er stand mehrere Minuten lang da. Aber zum Glück gelang es ihnen schließlich, die Tür wieder das zu schon, öffnen. Das ist schon auch ein bisschen komisch, Alter, da drin zu stehen, glaub. Nummer 10. Enge Räume sind für mich halt der Untergang. Ryan Reynolds ist ein bekannter kanadischer Schauspieler, der in dem Film Buried von 2010 lebendig in einem Holzsarg begraben wurde. Crazy. Er lag dort mit nichts als einem Feuerzeug, einer Taschenlampe und einem Telefon. Als er David Letterman das Erlebnis schilderte, verriet Ryan, dass er wirklich dort begraben war und was? Dass es ein paar Momente gab, in denen er aufgrund von Sauerstoffmangel und Klaustrophobie ohnmächtig wurde. Das Bizarre daran ist, dass dieser Film angeblich auf einer wahren Geschichte eines amerikanischen Lastwagenfahrers namens Paul Conroy basiert. Krank, wie weit manche Schauspieler gehen, oder? Krass, was manche Schauspieler machen. Einer der schrecklichsten Orte, an denen man stecken bleiben kann, ist Zement. Aber wie kann das passieren, werdet ihr vielleicht denken. Die Behörden reagierten auf einen Anruf, dass ein Mann bis zur Taille und zur Brust in einem Zementmischer angeklemmt war. Die Rettungsaktion dauerte mehr als 2 Stunden, um ihn herauszuziehen. Wenigstens. Schließlich legten sie ihm einen Brustgurt an und zogen ihn über ein Seilsystem und eine Leiter heraus. Stark, stark, Jungs. Bei mir immer noch Platz 19, schlimmste bis jetzt. Was bei euch, Alter? Was bei euch? Bin gespannt, ne? Nummer 8. Platz 8. 1988 war der australische Filmemacher Andrew Wright zusammen mit 15 anderen Personen 2 Tage lang in einer Unterwasserhöhle gefangen. Dies geschah in der Panakin Plains Cave, nachdem ein Sturm den Haupteingang zum Einsturz gebracht hatte. Was? Dieser Ort wurde auch als der Mount Everest des Höhlentauchens bezeichnet. Was? Die Geschichte war so unglaublich, dass sie 2011 unter dem Titel Sanktrum verfilmt wurde. Ah. Im Gegensatz zu den Filmfiguren hatte keines der echten Opfer eine Hightech-Ausrüstung. Alles, was sie hatten, war eine Funkverbindung. Aber zum Glück konnten sie sich alle retten und die Geschichte hatte ein Happy End. Crazy.
Nummer 7. Solange Happy End, alles gut. Alles auch gut. Hier handelt es sich um einen Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Auch wenn dieser das kenn ich. Etwas übertriebener ist als die anderen. Das ist so horrorfilmmäßig, ne? Wo so zwei Frauen im Swimmingpool eingeklemmt sind oder so. Wenn ihr jemals den Film 12 Feet Deep gesehen habt, kennt ihr vielleicht die Geschichte der beiden Schwestern, die unter der Überdachung eines öffentlichen Schwimmbads feststeckten. In dem Thriller wird die Situation noch dringlicher, als eine der Schwestern offenbart, dass sie Diabetes hat und ihre Medikamente nehmen muss. In Wirklichkeit ging es nicht um zwei Schwestern, sondern um ein Teenager-Mädchen in Australien, das nicht aus dem Schwimmbad herauskam. Crazy. Nummer 6. Wahnsinn, Bruder. Wahnsinn, was für Sachen gibt. Stell dir vor, du steckst so sehr fest, dass ein Feuerwehrmann neben dir stecken bleibt. Durch einen Fehltritt blieb ein Mann waagerecht in einer Schlammgrube stecken. Der Rettungsversuch verlief zunächst nicht gut, da einer der Feuerwehrleute ausrutschte und selbst im Schlamm stecken blieb. Es gelang ihnen, ihn mit Seilen heraus... Bruder, was muss das für ein Gefühl sein? So, du wartest, endlich kommt Feuerwehr, dann steckt er einfach neben dir fest. Du so, Bruder, und? Alles klar bei dir? Wir rufen die nächste Feuerwehr, mach dir keinen Kopf. Auszuziehen. Der andere Mann wurde ebenfalls aus dem Schlamm gezogen und anschließend wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Crazy. Er konnte das Krankenhaus einige Tage später wieder verlassen. Okay, gut. Gut, 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 gut. Nummer 5. Top 5. Bin gespannt, ob es bei mir noch was Schlimmeres gibt. Es gibt viele Orte im Haus, an denen man stecken bleiben kann. Aber in der Toilette stecken zu bleiben, muss ziemlich beängstigend sein. Die Polizei wurde von einem Mann angerufen, der behauptete, eine Frau namens Pam Babs weigere sich seit 2 Jahren aus der Toilette zu kommen. Was? Dem Bericht zufolge war sie so sehr eingeklemmt, dass der Sitz der Toilette an ihrer Haut klebte. Was für eine seltsame Geschichte, nicht wahr? Bro, what? Die saß 2 Jahre auf dem Klo? Was hatten die gegessen? Nummer 4. Hä? Was? Es ist gut möglich, dass du von dieser nächsten Geschichte aus dem Jahr 2018 schon gehört hast. Ja, habe ich gehört. Ein Jugendfußballtrainer und sein Team wollten eine Stunde lang eine Höhle erkunden. Ja. Der Urlaub sollte 2 Wochen lang dauern. Gerade als sie in die Höhle eintauchten, überflutete ein Monsunregen den Eingang und der Trainer und 12 Spieler saßen mit nichts weiter als Seilen und Taschenlampen fest. Überkrass. Während sie auf Rettung warteten, tranken sie frisches Wasser aus einem Stalaktiten. Alle 12 Spieler und der Trainer wurden schließlich gerettet. Superschön. Super schön. Nummer 3. Finde ich immer noch Aufzug. Der peruanische Kumpel. Ich glaube, Aufzug immer noch schlimmer für mich, weil in der Höhle bist du zu 12 und du hast Trinken und so. Wisst ihr, wie ich meine? Aufzug, der Typ hatte nichts. Also bei mir immer noch das Schlimmste, Aufzug. Künstler Fernando schuf dieses besondere Kunstwerk, das er Making Love nannte. Doch was dann geschah, werdet ihr nicht glauben. 22 Feuerwehrleute mussten geschickt werden, um einen jungen Mann zu retten, der in diese Statue gekrochen war und dann schließlich stecken blieb. Warum der Junge überhaupt in die Statue hineingekrochen ist, ist jedoch unklar. Ach, Bruder, Alter, was Nummer machst du? Zwei. Okay, Platz 2, bin gespannt. Eine der tragischsten Geschichten von eingeschlossenen Menschen ist die der 3 Männer Clifford Owls, Louis Buddy Caston und Ronald Endicott. Okay. Sie wurden im Rumpf eines Marineschiffs 40 Meter unter der Wasseroberfläche eingeschlossen. Ja. Laut Protokoll wurden Teile des Schiffes versiegelt, damit es nicht kentert. 16 Tage lang hörten die anderen Besatzungsmitglieder hilflos die Hilferufe, konnten aber nichts tun, um zu helfen. Wow. Leider diese Geschichte kein Happy End, denn die 3 Männer haben es nicht lebend herausgeschafft. Ja gut, okay, krass, Alter. Nummer krass, eins. Krass. Okay, wir schauen noch eins an. Die Geschichte von Aaron Ralston wurde kennt jeder. Von James Franco gespielt. Dieses Ereignis zeigt, wie weit Menschen gehen, um zu überleben. Aaron hatte eine 8-stündige Wanderung im Blue John Canyon in Utah, USA begonnen. Bei einem Fehltritt löste sich ein etwa 363 Kilogramm schwerer Felsen und klemmte seine Hand und seinen Unterarm ein. Mit schwindenden Vorräten hielt er 5 Tage durch und fand schließlich einen Weg, sich zu befreien, musste aber seinen Unterarm zurücklassen. Was super crazy, okay. Ah, ist jetzt schwierig zu bewerten, ne? Also von realistischen Szenarien Platz 19 für mich am schlimmsten. Insgesamt, ja, Platz 1 ist dann schon Platz 1 halt, ne? Du musst deinen Arm hergeben und bist 5 Tage da in irgendwelchen Felsen drinnen. Ich glaube, das ist schon das Schlimmste, Alter. Das haben die schon gut auf Platz 1 gesetzt, Mann. Ich würde zustimmen. Also, ja. Leute, was ist bei euch das Ranking? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Jetzt komm, Abfahrt. Jetzt ist vorbei. Jetzt